Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nachdem ich eine recht stürmische Tour de France Etappe gesehen habe, wo man sich mal wieder schön über die Deppen am Straßenrand ärgern konnte, komme ich zur App. Eine App, an der man heutzutage nicht mehr vorbeikommt. Momentan jedenfalls. Eine App, die gehypt wird, dass ich den Kopf schütteln kann. Eine App, wo es tatsächlich schon eine Art Werbeblocker für News über diese App gibt. Genug der Vorrede, es geht um Pokémon Go von Niantic Inc., den Leuten, die auch hinter Field Trip und Ingress stehen. Pokémon kennen wahrscheinlich die meisten oder viele von euch noch diese kleinen Monster, die man fangen muss, die es als Card Games gab, die es auf dem Game Boy gab, wo es Trickserien gab, wie auch immer. Und ja, die jetzt auf dem Smartphone gelandet sind. Gehen wir einmal die technischen Daten durch. Es gibt's für Android und für iOS. Android habe ich auch ausprobiert, einmal auf dem OnePlus One, einmal auf dem HTC 10. Läuft soweit ganz gut, genau wie auf der iOS-Variante, kommt das ab und zu Serverfehlern, dann schießt man halt die App ab und startet nochmal neu bei dem Hype. Kein Wunder, dass das so gut läuft. Insgesamt, wie gesagt, habe ich es mehr ausprobiert auf dem iPhone 6 mit der aktuellen iOS-Version und da läuft es wirklich flüssig und gut drauf, wenn es mal läuft. Gehen wir einmal kurz die technischen Daten durch. Erstmal für Android 58 MB groß, aktuelle Versionsnummer 0.29.2, erforderliche Android-Version 4.4 oder höher. In-App-Käufe zwischen 99 Cent und 99,99 Euro und bei 463.208 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,9 Sternen. Und jetzt zur iOS-Version, ebenfalls kostenlos natürlich. Universal App, Versionsnummer 1.0.2 liegt vor, 110 MB groß, Sprache Englisch, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer, bei 6.326 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und ebenfalls In-App-Käufe zwischen 99 Cent. Und 99,99 Euro. Und zwar könnt ihr mit den In-App-Käufen sogenannte Pokémünzen erstehen, womit man dann die kleinen Racker, die Pokémons, aufrüstet und so. Ich lese einfach mal was aus der Beschreibung vor. Bisaflor, Glurak, Turtok, Pikachu und viele andere Pokémon wurden auf dem Planeten Erde entdeckt. Nun hast du die Möglichkeit, die Pokémon überall in deiner Umgebung zu finden und zu fangen. Also zieh dir die Schuhe an, geh nach draußen und erkunde die Welt. Du trittst einem von drei Teams bei und kämpfst mit deinen Pokémon an deiner Seite um Prestige und Besitz von Arenen. Die Pokémon sind da draußen und du musst sie finden. Läufst du in deiner Nachbarschaft herum, vibriert dein Smartphone, wenn sich ein Pokémon in der Nähe befindet. Ziele und wirf einen Pokéball. Du musst wachsam bleiben, sonst entkommt es vielleicht. Damit ist natürlich gemeint einen virtuellen Pokéball, also nicht, dass ihr euer Smartphone durch die Gegend werft. Das war ein Einschub meinerseits. Such in der Nähe und in der Ferne nach Pokémon und Gegenständen. Bestimmte Pokémon erscheinen in ihrer natürlichen Umgebung. Nach Pokémon vom Typ Wasser suchst du am besten bei Seen und am Meer. Besuche Pokéstops, die du an interessanten Orten wie Museen, Kunstobjekten, historischen Sehenswürdigkeiten und Denkmälern findest, um deine Vorräte an Pokébällen und nützlichen Gegenständen aufzufüllen. Fangen, brüten und schlüpfen, Entwicklung und mehr. Wenn du dein Level erhöhst, kannst du stärkere Pokémon fangen, um deinen Pokédex zu vervollständigen. Deiner Sammlung kannst du etwas hinzufügen, indem du Pokémon-Eier ausbrütest, basierend auf den von dir zurückgelegten Entfernungen. Hilf deinem Pokémon, sich zu entwickeln, indem du viele Pokémon derselben Art fängst.
Tritt in Arena-Kämpfen an und verteidige deine Arena. Während dein Glumanda sich zum Glutexo und dann zum Glurak entwickelt, kannst du mit anderen zusammenkämpfen, um in einer Arena zu siegen, und du kannst deine Pokémon anweisen, die Arena nach allen Seiten zu verteidigen. Nun ist es an der Zeit für Bewegung. Deine Abenteuer in der Wirklichkeit erwarten dich. Hinweis, diese App ist kostenlos und wurde für Smartphones optimiert, nicht für Tablets. Ihr ladet euch die App runter, ihr startet sie. Ihr könnt euch irgendwie mit dem Poco irgendwas Trainer Club Login einloggen oder einfach mit eurem Google Account. Das ist einfach, das geht schnell, und das habe ich so gemacht. Ja, Datenschutz und so, aber ich vertraue da einfach mal. Vielleicht bin ich da naiv, ich weiß es nicht. Dann seht ihr da so ein Hansel auf der Gegend stehen. Das greift natürlich im Prinzip auf Google Maps Daten zu. Ganz ähnlich wie Ingress, auch nur ein bisschen andere Umgebung. Dann müsst ihr erstmal euer erstes Pokémon einfangen. Wenn ihr das habt, dann latscht ihr halt da so rum, und irgendwann vibriert euer Gerät, und dann ist da irgendwie so ein Laubhaufen, und dann erscheint da irgendein Pokémon. Und wenn ihr sagt, jo, will ich fangen, dann habt ihr unten eure Pokebälle, und die werft ihr, indem ihr so hochwischt, einfach so hochswiped den Ball. Und wenn ihr Glück habt, fangt ihr das Teil mit einem Ball, und wenn ihr Pech habt, braucht ihr mehrere dafür. Das Ganze wahlweise vor einer Augmented Reality Umgebung oder nicht Augmented Reality. Augmented Reality heißt, greift auf die Kamera zu, und dann sieht das so aus, als wenn da irgendwie so ein Pokémon halt in der Gegend rumsitzt oder rumfliegt oder sowas in der Art. Damit macht ihr Punkte, dann könnt ihr die Viecher auch noch weiterentwickeln. Und wenn ihr Level 5 habt, dann könnt ihr anfangen, irgendwie in Arenen zu kämpfen. Soweit bin ich noch nicht. Level 3 habe ich gerade mehr erreicht. Diese Pokestops, ja, da könnt ihr halt irgendwie eure Vorräte, euch irgendwie holen. Ich war noch nicht bei so einem Teil. Ist nicht so wirklich in meiner Nähe. Momentan. Aber ja, und wohl auch irgendwie eure Pokebälle-Vorräte wieder euch Pokebälle ranschaffen. So, Punkt. Für Arenen und Pokestops kommt es mir so vor, dass einfach die Ingress-Portale, die Portale, die in Ingress sind, waren, wurden halt zu Pokestops und zu Arenen gemacht, je nachdem. Das heißt also ebenfalls, dass man auch bei Pokémon Go in der Stadt, in der Großstadt, deutlich erfolgreicher wahrscheinlich sein kann als auf dem Land. Und das finde ich ein bisschen ein Problem. Das sollte besser gewichtet sein, Stadt zu Land oder Land zu Stadt. Ja, ansonsten, die Umgebung sieht ganz nett aus, und diese Figur, die da rumläuft, sieht auch ganz nett aus. Die Bedienung ist ziemlich selbsterklärend. Ihr habt zum Beispiel unten rechts auch noch irgendwie einen in der Nähe, und da seht ihr irgendwie Pokémons, die gerade in der Nähe sind. Und daneben sind so Fußstapfer, die auch irgendwie die Entfernung zu den Pokémon anzeigen. Ich glaube, 3 Stapfer sind irgendwas um 1000 Meter. Und irgendwie sowas. Ich spreche ein bisschen, nein, wenn ich darüber spreche oder wenn ich mich darüber sprechen höre, über das Spiel, dann könnte man fast meinen, ich spreche da ein bisschen abfällig drüber. Das ist es gar nicht mal. Ich finde, das ist ganz nett gemacht, und genau wie Ingress ist das so ein, ja, wenn ich unterwegs bin, kann ich das mal starten und mal gucken, ob da ein Portal in der Nähe ist bei Ingress oder halt hier bei Pokémon irgendwie ein Pokémon, oder wenn ich weiter bin, irgendwie so ein Pokestop. Aber mehr ist das für mich auch nicht. Also ich kann da für mich, ich kann den Hype nicht erkennen, und ich kann nicht die Langzeitmotivation erkennen, und ich kann nicht erkennen, warum die ganzen Meldungen über Pokémon Go zustande kommen, die man momentan liest. Warum sind die Leute so scharf darauf? Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Was bleibt noch zu sagen? Wie gesagt, sowohl auf dem OnePlus One und auf dem HTC 10 natürlich sowieso,
aber auch auf meinem iPhone 6. Das Ding läuft, die iOS-Version hat im Prinzip keinen Unterschied zur Android-Version. Es ist kostenlos und wer da irgendwie Bock drauf hat, der kann sich das mal angucken. Ja, und nochmal, den Hype, den kann ich leider nicht oder auch nicht leider. Auf jeden Fall kann ich ihn nicht verstehen. So, trotzdem, Download-Empfehlung meinerseits, einfach mal so. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.